Okay. Das hier ist Platz für Solarzellen. Ein paar habe ich ja dabei. Wenn die Roboter zu langsam sind, dann helfe ich denen einfach zwischendurch mal. Ich bin ja nett. So. Sind ja auch nur zwei und ich bin einer. Weg, weg. Genau. Muss alles weg hier. Ja, hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ob wir noch mehr Akkus hinschmeißen sollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Akkus momentan nicht das Problem sind. Nee, Akkus sind nicht das Problem. Solarzellen sind das Problem. So. Boah, Jungs. Ihr könntet echt mal schneller arbeiten. So viel von Hand mache hier. Du da, du da, du da, du da. So. Ja, warum nicht? Wir können noch hier ganz nach oben bauen und die ganze Basis einmal komplett um das Erzfeld rumbauen. Haben wir definitiv genug Platz für Solarzellen. Haben wir auch eine riesen Angriffsfläche, aber hey, soll's. So, Solarzellen sind aus. Was fehlt? Irgendwas. Okay. So, das sind unsere vorläufigen Grenzen. Akkus füllen sich. Gut, jetzt setzen wir wieder die Akkus, die wir abgerissen haben, in die entstehenden Lücken hier. So. Die Felder hier, also man kann theoretisch vier dazwischen setzen, aber ich will hier bei jedem Strompfosten drei Türme drumherum, also geht sich das so besser auf. Und Akkus sind alle. Baue ich mal ein paar neue. So. Dummdi-dumm. Das mit den ganzen Zügen hat mich echt völlig kirre gemacht. So. Akkus. Akkus füllen sich. Sogar recht gut. Das heißt, bald könnten wirklich die Akkus wieder das Problem sein. Aber ich will eigentlich nur eine Nacht haben, wo es durchgehend funktioniert. Und ich will auch gar nicht mehr alles hier voll machen mit Mining Drills. Den Traum habe ich erstmal aufgegeben. Ich will einfach nur, dass es stabil läuft. Dass Kupfer reinkommt, dass Eisen reinkommt, dass wir Ressourcen bekommen. Dass wir nach und nach die 100 T3-Module in blau und die 100 T3-Module in pink bekommen. Mehr will ich nicht. So, jetzt laufen wir zurück zur Basis und checken nach den grünen Chips. Denn die haben... Was zur Hölle machst du da, Junge? Hände sind weg. Ich habe keine Hand an der Tastatur. Ich brauche eine neue Tastatur. Ja, läuft immer nach links. Go west, huh? Achso, okay. Ich war kurz irritiert, warum der Dampfstrahl hier die Gleise weiterfährt. Aber das war nur versetzt. Das war der Zug da unten. Wir wollten die grünen Chips wieder anschmeißen. Genau, gib mir Zeug. Dankeschön. Richtig schön viele Science Packs, weil wir halt nicht mehr forschen. Auch sehr schön. So, was sagen jetzt die grünen... Wir haben keine grünen Chips. Okay. Das ging schneller, als ich dachte. Bau bitte grüne Chips. So, dafür haben wir immer noch 19.000 Eisenplatten und wir haben 5.100 Kupferplatten. Und sogar eine positive Anzahl an Kupferdraht. Das wird sich sehr schnell ändern, jetzt wo die grünen Chips wieder hergestellt werden. Und rote Chips sehe ich trotzdem gar keine im Dingens. Also der Plan hat nicht so wirklich toll funktioniert. Schade. Okay. Haben wir wenigstens ein paar mehr hier gebaut inzwischen. 20. Hey. Hier wurde gar nichts gemacht, weil... Ne? Ist ja auch gar nichts. Du brauchst Rot und Blau. Rot 100, genau. Man darf noch träumen. Ich setze dir mal ein paar rein, damit du wenigstens etwas anfangen kannst zu arbeiten. Und die hier weiterarbeiten. So, bam, bitteschön. Also das wird noch sehr, sehr viel Arbeit. Aber okay. Was sagen die Zahlen? Bleibt da am Aus.
Wir haben 4000 Eisenerz, wir haben 2500 Kupfererz. Das ist gut. Das heißt, die Schmelzöfen haben was zu tun. Kupferdraht ist runter auf 350 von 700 innerhalb von einer halben Minute. Rote und grüne Chips werden gleichermaßen verbraucht, sobald sie produziert werden. Das ist okay. Wir bräuchten mehr Kupfer. Ja, bräuchten wir. Kupferplatten haben wir genug. Wir bräuchten theoretisch noch eine Maschine, die Kupferdraht herstellt. Und wenn dann nicht genug Kupferplatten hergestellt werden, brauchen wir mehr Schmelzöfen oder wir brauchen schnellere Züge oder effektivere Züge in dem unteren Kreislauf. Aber ich teste einfach mal hier. Wir haben schon so viele davon. Du. Warum arbeitest du nicht? Du nimmst von unten, tust nach oben. Oh, weg. Hast tierisch viel Kupferplatten. Willst keine Kupferplatten da reinlegen? Ach so, das Ding hier ist kaputt. Was zur Hölle? Da sind 8 Drahtdinger drin. Und er will sie nicht da reinlegen. Oh. Oh. Warum werden die hier nicht abgeholt? Mach die Beschränkung mal weg. Danke. Ja. Das ist das Problem, wenn die sich die Kisten teilen. Wir hatten hier an der Stelle zu viel Kupferdraht. Und wow, Kupferplatten gehen richtig schnell runter jetzt. Okay, wir brauchen definitiv mehr Kupfer. Das heißt, wir müssen unten an der Basis weiterarbeiten, dass die noch mehr Strom bekommt. Die hier. Dass sie noch mehr Strom bekommt und wir dann noch mehr Kupfererz auf einmal abbauen können. Entweder das oder wir feintunen die Zugstrecke. Hier wird Instant entladen. Okay, ich warte kurz, bis der Zug nochmal kommt und sage ihm dann 5 Sekunden weniger hier halten. Oh, stimmt. Und bei Öl 2 nur 10 Sekunden halten und so weiter und so weiter. Das könnte ein bisschen was noch helfen. Wobei, es sind immer noch 4200 Kupfererz da. Also könnte es doch an den Schmelzöfen liegen. Was sagt eigentlich die Energie hier im Hauptgebiet? Anscheinend nicht so gut. Die Dimensions arbeiten wieder. Wir haben 1,7 Gigajoule Puffer. Das müsste okay sein. Das heißt, ich könnte theoretisch die Speed-Module doch wieder in die Öfen packen. Aber das rast dann richtig hoch, der Energieverbrauch. Das muss ich mir überlegen. Und wo zur Hölle ist unser... Da kommt er. Okay. Nee, ja, eigentlich überfahren werden. Okay. So, du gehst nach oben. Bei Erz 2 kannst du 30 Sekunden halten. Ist okay. Hier 5 Sekunden runter. Hier 5 Sekunden runter. Hier 5 Sekunden runter. Öl auf 10 Sekunden runter. Hier 5 Sekunden runter. Gut, das war schon. Du bist leer. Stopp, einsteigen. Du warst leer vor den 25 Sekunden. Warum? War nicht genug Kupfer da? Du fährst nur minus 0,6. Weil halt so viele Cargo-Container dran sind. Gucken. Oh, das ist der Öltrip. Okay, gucken wir uns den Öltrip an. Schießen aus dem Fenster. Also ohne die ganzen Gedönsdinger hier hinten dran ging das richtig schnell nach unten. Aber okay. So, Öl. Hier dürfte er jetzt nur 10 Sekunden halten. Weil es gibt halt nicht so viel zu tun. Sehr gut. Fährst wieder nach oben. Fährst wieder 0,6.
Diesmal positiv, weil, ne, anderer Zug. Und jetzt hältst du auf der richtigen Seite bei Erz 2 und machst nicht irgendwelche komischen Kreiselaktionen. Dann gucken wir, wie schnell das B-Laden ist. Das Ding steht falsch. Naja, es steht nicht optimal, sagen wir so. Aber ich werde einen Teufel tun, das anzufassen. Die da unten sind jetzt durchgehend doof. Deswegen mache ich die einfach mal zu. Hol das Zeug raus. Ja, nehm es mit. Ist immer noch am B-Laden. Ist nicht voll geworden. Das ist nicht gut. Das heißt, er müsste theoretisch länger bei Erz 2 stehen. Ja, haben wir die schnellen Ärmchen da benutzt, ne? Ja, ich glaube schon. So, hier wird das Ganze wieder entladen. Hier kriegt ihr noch mehr Erz. Komische Fässer. Tut was damit. So, kriegen die das Ding rechtzeitig leer? 400 Erz drin. 300 Erz drin. Ich habe das Gefühl, der fährt gleich los. 150, 100. Ist okay. Also ist noch ein Fitzelrest drin. Problem, das Ding war auch nur zu 60% voll. Also wenn das Ding voll wäre, reichen die 25 Sekunden nicht. Man müsste es dann wieder auf 30 erhöhen. Also es kommt sehr viel Micromanagement mit den Zügen. Aber es lohnt... Warum schon wieder Öl? R2 oben, home. R2 oben, home. Oh oh. Du fährst jetzt den Kreis, oder? Ja, nein. Das ist nicht gut. Das erklärt einiges. Und jetzt hältst du bei... Ich hoffe, du hältst jetzt bei Erz 2 und machst nicht noch eine Kurve oben. Okay. Also, das hier muss geändert werden. In Erz 1 geht nach unten. Da muss es, glaube ich, hin. Was? Ja, okay, du weg. Weg, weg, weg. Stopp, halt an. Weg, weg, weg. Also Erz 2, geh nach oben. Nein. Das ist die einzige Stelle, wo es nach oben geht. Dann kommt Home S. Dann kommt Erz 2, geht nach unten. Home S. R2 geht nach unten. Home S. R2 geht nach unten. So. Und die lasse ich jetzt auf 30 Sekunden, weil wir gesehen haben, dass es nicht komplett entladen wird innerhalb von 25 Sekunden. Go. Okay. Wenn wir ihn einmal anhalten und wieder starten, fängt er dann oben an der Liste an? Ich denke schon. Also, theoretisch müsste er jetzt nach Home fahren, entladen. Wir sind voll. Also können wir gucken, ob 30 Sekunden reichen zum Entladen. Wenn er voll ist. 800 Stück. 800, 900 Stück sind da drin. Der da komischerweise leer. Aber das könnte in einer doofen Positionierung liegen. Müssen wir gucken. Oder daran, dass die Erze gar nicht erst ganz unten ankommen bei den unteren Kisten, weil sie oben von den Ärmchen schon weggefahren werden. Das macht wohl am meisten Sinn. Was allerdings doof ist, weil dadurch staut sich oben das Erz und erst wenn oben alle Kisten voll sind, kriegen die unteren Ärmchen was ab. Was, die sind leer? Das ging ja super gut auf. Okay, also, wenn er jetzt wirklich oben anfängt in der Liste, fährt er jetzt runter nach Öl 2. Macht dann den Schwenker nach Erz 2 und geht er das einzige Mal von unten
nach oben. Ja, gut soweit. Das heißt, wir müssen jetzt so lange in den Zug sitzen bleiben, bis er einmal unten Öl 2 war, Erz 2, Home. Und dann von Home runterfährt zu Erz 2 und diesmal nicht den doofen Schwenker hier unten macht. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist aber wirklich alles okay mit den Zügen. Und dann mache ich irgendwas anderes. Dann habe ich genug Züge gesehen für eine ganze Weile. So, das waren jetzt die 10 Sekunden. Genau. Fährst wieder hoch. Hältst jetzt an der richtigen Stelle bitte in Erz 2. Papa braucht sein Käffchen. Halt bitte an der richtigen Stelle. Ah, nimm Fahrt auf, nimm Fahrt auf. Genau, Erz 2 nach oben. Da willst du halten. So bist du eingestellt. Alles ist cool. Halt an. Okay. Wird befüllt, wird befüllt. Da befüllt nur ein einziges Ärmchen. Das ist ein Problem. Okay. Kriegen wir dich voll in 30 Sekunden. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Voll. Ja, das ist okay. Das kann man nicht mehr so super viel mehr feintunen. Vor allem, weil es ja eh nur in 5er Sekunden Schritten geht. Also ist okay. Du bist ganz schön angeditscht. Wovon kam das denn? Okay, wird mal ignoriert. So, jetzt kommt der wichtige Punkt. Jetzt wird oben entladen und danach fährt er runter und macht keinen Schwenker. So, entladen ist alles cool. Warum werden die Fässer nicht rausgeholt? Also, weil das leere Fässer sind, die sollen drin bleiben. Ja, ist okay. Oh, und der zweite Zug ist da. Hallo, anderer Zug. Du hast viel zu wenig Eisen drin. Der war leer. Der da war voll und hier sind nur Fässer. Das heißt, das Ding holt gar kein Öl momentan ab. Aber dann beschäftige ich nicht mehr mich heute Abend. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt gucken, was da oben bei Öl 1 los ist. Was ist ein Heckmeck da? So, jetzt halte bei Erz 2 an der nach unten Stelle. Dann steige ich aus und trinke einen Kaffee. Ja, aussteigen, Kaffee trinken. Also, es war ein ganz schönes Durcheinander, aber wie ich schon mehrfach erwähnt habe, eine Menge dazu gelernt, aus Fehlern wohlgemerkt, wie es sich gehört, und es läuft jetzt einigermaßen, wie es laufen soll. Ein Problem, das ich noch sehe, ist das mit den leeren Fässern und den Ölfässern, dass sie sich gegenseitig blockieren, dass man wirklich einen Container immer haben sollte für eine Art, aber das jetzt alles umzufriemeln, habe ich keinen Nerv drauf. Die letzten 4 Folgen müssen es gewesen sein, am Stück, seit dem Crash. Da haben wir schon recht viel rumgefriemelt und auch vorher schon an den Bahnen. Das reicht mir erstmal. Das heißt, in den nächsten Folgen, okay, wir gucken ganz kurz nach Öl 1 hoch, ob da sich irgendwie Öl staut. Und das auch nur, wenn die 6 Tanks bei uns in der Basis langsam leer werden. Wenn die noch einigermaßen voll sind, also 2 oder 3 voll sind, dann ist mir das sowas von Wumpe. Dann haben wir erstmal genug Öl auf Vorrat. Was machen wir aber dann? Wir warten eigentlich momentan nur darauf, dass genug Ressourcen da sind für die Raketenabwehr. Ja. Also es gibt noch andere Sachen zum Forschen. Problem bei den Sachen ist allerdings, wir brauchen sie nicht. Wir können das Spiel nachher mit dem Knopfdruck beenden. Wir haben jetzt keinen Bedarf danach, schneller schießende Lasertürme zu erforschen oder so. Das Einzige, was das macht, ist, es verbraucht die Tränke und dann will unsere Supermaschine, die hier oben steht, die will dann neue Tränke produzieren. Und was braucht sie dafür? Kupfer, Eisen und Chips. Was wir für andere Sachen brauchen. Nämlich für Chips, für Module. Also macht nicht so wirklich viel Sinn. Das heißt, es bleibt eigentlich momentan nichts, außer das Warten auf das Ding. Was eine Situation ist, die wir vor kurzem schon mal hatten. Und dann kam die Idee, bau doch mal die Züge. Das waren jetzt 20 Folgen. Also falls jemand jetzt so eine gute Idee hat, was er machen könnte, was ähnlich zeitintensiv wäre,
und kommt mir jetzt nicht mit Bienenzucht, dann immer her damit. Wenn da nichts kommt und mir fällt ad hoc auch nicht wirklich was ein, dann könnten wir so machen, dass ich wieder ein bisschen rumzeitraffer und mich dann wieder melde, wenn wir kurz davor sind, genug Module zu haben für die Raketenabwehr. Aber wie gesagt, ich warte jetzt erstmal nach dieser Folge ein paar Tage ab. Das heißt, es kann sein, dass ein paar Tage lang keine Folgen kommen, weil ich dann darauf warte, dass eure Kommentare meine Videoaufnahmen einholen. Oder andersrum. Und dann mache ich dann entweder das, was ihr vorgeschlagen habt, oder ich mache dann den Zeitraffer. Und dann dauert es wieder ein, zwei Tage, bis ne, das Ganze online kommt und so. Und dann können wir weiter gucken. Oh ja, was für ein Hackmeck mit den Zügen. Das ist aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich denke, wenn man sich damit noch näher beschäftigt und das Ganze richtig schön ausbaut, kann man damit sehr gut funktionierende Basen bauen. Vor allem autark arbeitende Basen. Weil theoretisch könnte man es auch so einstellen, dass die Bahnen Repair-Packs mitbringen und regelmäßig neue Lasertürme und Mauerstücke und so weiter. Das heißt, selbst wenn die Basen angegriffen werden, muss man sich nicht mehr drum kümmern, weil man weiß, der Zug fährt hin, bringt die Ressourcen zur Basis und die Roboter in der Basis reparieren alles. Ah, es ist echt abgefahren. Und alles immer noch lagfrei bei so einer Riesenkarte. Das ist ein absolut geiles Spiel. Kann man nicht sagen. Und noch in der Alpha. Das wird abgehen wie sonst was. Und es wird trotzdem nicht Mainstream sein. Das ist so schön. Also gut. Dann her mit den Vorschlägen und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bye, bye.